Hallo Leute und willkommen zum Rückblick auf die Bravo Screen Fun Ausgabe vom April 2002. Mittlerweile solltet ihr das Prozedere ja kennen, oder? Zuerst gucken wir uns natürlich die Patches an. Als erstes hätten wir Harry Potter. Ich kenne das Spiel, ich habe das damals als Kind auch gespielt, ich fand das auch ziemlich gut. Allerdings ist mir da jetzt von der technischen Seite her nichts aufgefallen, was man jetzt irgendwie hätte verbessern müssen. Deswegen ist mir jetzt nicht ganz klar, ob der Patch jetzt wirklich nötig ist. Ja, StarCraft kenne ich nicht. Das andere StarCraft kenne ich auch nicht. Summoner habe ich nie gespielt. Tropico 1 habe ich nie gespielt. Zoo Tycoon habe ich nie gespielt. Und deshalb geht's jetzt schon weiter mit den Specials. Acrobat wieder 5, das ist ja überall dabei. Antivir, die CD-Bremse habe ich schon öfters auf der Screenfun gesehen. Ich glaube, bei der Computerbildspiele war es auch mal dabei, aber ich habe das nie gebraucht. Ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, ob das wirklich was gebracht hat. Also heutzutage brauchst du das Programm natürlich nicht mehr installieren, aber damals, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich hilft. Ja, DirectX. Die erste Sache, die ich euch gleich mal zeigen kann, ist das Fußballquiz zum Fußballmanager 2002. Natürlich von EA Sports. Das Fußballquiz zum Fußballmanager 2002 ist technisch irgendwie kaputt. Also, ihr seht es ja hier, er kann wohl scheinbar zwischen den einzelnen Menüs nicht hin und her blenden. Weshalb ich das alles wegwischen, wegmalen muss. Also keine Ahnung, was das soll. Auch wenn ich irgendeinen Namen eingegeben habe, also die Eingabe erfolgte extremst verzögert. Also ja, da lief wohl wieder irgendwas nicht richtig. Wie dem auch sei, ich bin ja sowieso ein absoluter Fußballhasser. Von daher war mir das auch scheißegal, ob das funktioniert oder nicht. Jedenfalls habe ich es dann irgendwie starten können und aus irgendwelchen Gründen habe ich 3 Fragen richtig beantworten können. Das war durch bloßes Raten und selbst bei jeder neuen Frage musste man sozusagen mit der Maus das wegwischen, damit man überhaupt die neuen Antworten und die neue Frage gesehen hat. Das war so lästig. Und ich glaube mal, da ist auch technisch irgendwas faul. Also ich glaube, auf dem Originalsystem wäre das natürlich nicht so. Aber egal, ich wollte es nur mal zeigen. Das Programm Hypersnap habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ganz einfach aus dem Grund, weil Screenshots machen ist jetzt heutzutage nicht mehr so die große Sache. Von daher kann ich euch zu dem Programm nichts weiter sagen. Das Add-on zu NHL 2002 kann ich nicht installieren, weil ich das Programm nicht habe. Das Spiel war ja mal als Demo auf der Screenfun drauf, aber das wird sicherlich nicht funktionieren. Ich glaube, ja, das Hauptprogramm muss drauf sein. PaintShop Pro habe ich tatsächlich mal ausprobiert. Das ist schon ein paar Monate oder Wochen her. Ist halt ein Bildbearbeitungsprogramm, ne? Aber es müsste man sich halt reinfuchsen. Und da hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf. PSP. Stimmt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste man noch gar nichts von der PSP, oder? Slowdown ist ein Programm, mit dem man ältere Spiele langsamer laufen lässt. Das habe ich zum Beispiel bei diesem Spiel hier, also Uduana Wounds, das gucken wir uns nachher noch an, das habe ich da eigentlich gebraucht, weil ich schon gemerkt habe, es läuft ein bisschen komisch. Aber naja, werdet ihr ja nachher sehen. Ich habe das Programm übrigens nicht benutzt. Jo, der Windows Media Player. Bei den Internetprogrammen habe ich mich diesmal tatsächlich hingesetzt und habe wirklich alles installiert und ausprobiert. Das dürfte interessant werden. Der FreeByte Calculator ist auch so ein Programm, das man heutzutage gar nicht mehr richtig benutzen kann. Denn damit kann man ausrechnen, wie die Downloadzeiten wären, wenn du eine gewisse Größe angibst. Aber man sieht ja schon anhand der Downloadgrößen, also Kilobyte und Megabyte, ja, so groß können die Zahlen sicherlich nicht sein. Und das stimmt auch. Also wenn du 500 MB eingeben würdest, dann streikt das Programm schon. Also ich glaube, die Grenze war irgendwas von 348 oder irgendwie in dem
Dreh, also auf jeden Fall unter 350 MB. Größere Daten kann er nicht messen und die Zeiten sprechen für sich. Also mit Gigabyte-Downloads hat man damals sicherlich noch nichts zu tun gehabt. Als nächstes hätten wir hier Clicktionary 2.5.1. Das ist auch wieder so ein Wörterbuch-Übersetzungsprogramm, das mit einer speziellen Taste gekoppelt ist. Ich habe zum Beispiel auf der mittleren Maustaste, also Mausrad. Und wenn du diese Taste drückst, dann öffnet sich zu jeder Zeit dieses Programm und du kannst dann halt eingeben, was du willst. Und der übersetzt es, also entweder von Deutsch nach Englisch oder von Englisch nach Deutsch. Ist ganz interessant, aber irgendwie braucht man sowas heute nicht mehr. Zumindest sehe ich jetzt da keinen großen Bedarf zu. Ne, weil man im Internet ja heute in Windeseile alles suchen kann. Ja, und natürlich, was man nicht vergessen darf, Seiten können ja heute automatisch übersetzt werden. Das war damals sicherlich auch noch nicht so. Das nächste Programm ist IncrediMail. Das ist ein E-Mail-Verschönerungsprogramm, mit dem man wirklich hübsche E-Mails erstellen kann. Also mit unterschiedlichsten Schriftarten. Denn auch so, dass der Hintergrund, also ich sag jetzt mal, das E-Mail-Papier so komplett anders aussieht. Man kann Smileys einfügen, Bildchen einfügen, was weiß ich. Also man macht aus so einer komischen E-Mail so einen bunten Brief oder sowas ähnliches. Sieht cool aus. Ob das heute noch funktionieren würde, weiß ich nicht. Ich habe mal versucht, an meine eigene E-Mail-Adresse was zu schicken. Es hat nicht funktioniert. Also ich vermute ganz stark, dass das Programm wohl einen dieser alten E-Mail-Dienste braucht. Und Google Mail scheint es ja damals wohl noch nicht gegeben zu haben. Auf jeden Fall, ja, er konnte die E-Mail-Adresse nicht erkennen. Und dieses E-Mail-Verschicken ist ja heutzutage auch, ja, keine gängige Praxis mehr. Also vor allen Dingen nicht in dieser Art und Weise, dass man E-Mails gestaltet wie, ja, wie so eine bunte Grußkarte. Der Smart Online Controller ist auch so ein Programm, was, glaube ich, heute nicht mehr funktioniert. Ich bin jetzt hier gerade beim Aufnehmen am Überlegen, ob ich das überhaupt gefilmt habe. Ich glaube, als ich das Programm gestartet habe, wollte er gleich eine Internetverbindung aufbauen, um die aktuellsten Tarife rauszusuchen. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Und demzufolge habe ich das Programm, glaube ich, auch nicht zum Laufen bekommen. Als nächstes hätten wir wieder die Rubrik Handys. Und es gibt wieder kostenlose Logos und Bildmitteilungen. Diesmal von www.geilelogos.de. Und diese Internetseite steht aktuell zum Verkauf. Also wer die haben will, schlagt zu. Ich zeige euch einfach mal ein paar dieser Logos. Und ich habe dieses Mal auch ausprobiert, einfach mal diese Handyprogramme zu installieren, um zu sehen, ob man die überhaupt benutzen kann. Und ja, man kann die tatsächlich benutzen. Also dieses Cellular Essentials, das ist ja so ein Programm, womit man alles organisieren kann. Also jetzt nicht nur so eine Logos basteln, sondern auch Telefonbuch erstellen und anderen Kram, ne, was man damals so mit dem Handy machen konnte. Ja, da ich keines dieser Handys habe, das ich mit dem PC verbinden könnte, macht es wenig Sinn, da irgendwas zu verändern. Ähnlich ist es bei dem Logo-Manager. Das habe ich auch ausprobiert. Das konnte man auch tatsächlich installieren. Was soll ich da jetzt sagen? Ich kann zwar so ein Logo basteln, aber ich kann es nicht benutzen. Dann kommen wir mal weiter zur Kategorie Videos. Hier haben wir erstmal einen Trailer zum ersten Ice Age-Teil. Mit einem Verweis zur Ice Age Internetseite. Dann den Trailer zu Resident Evil. Ein weiterer Trailer zu Smash Bros. Melee für GameCube. Shadow Man 2 für PlayStation 2. Und Wreckless für Xbox. Ich wurde neulich mal darauf angesprochen, dass ich doch diese Videoclips auch zeigen könnte. So am Ende, hinten dran, wenn die Review vorbei ist. Da dachte ich mir, ja, okay, wenn das gewünscht ist, kann ich ja gerne machen. Ich muss aber dazu sagen, die Kinotrailer, das habe ich von Anfang an gesagt, die werde ich nicht zeigen aus Gründen. Die Gaming-Videos sind jetzt nicht weiter schlimm. Aber wie gesagt, ich betone es nochmal, die Videos sind im Format, ich glaube, 320 mal 240 so in dem Dreh. Also nicht schön anzusehen aus heutiger Sicht. Und da sind wir auch schon in der Kategorie Demos. Die erste Demo ist Die Hard Nakatomi PI.
Das ist wohl ein Shooter zu Stirb langsam gewesen. Ich habe die Filme nie gesehen, deswegen kenne ich mich damit auch nicht aus. Die zweite Demo ist Worms Blast. Und da sind wir auch schon bei den Vollversionen. Das große Hauptspiel ist Twig Style. Das ist so eine Art Tony Hawk-Spiel mit Hoverboards. Kannte ich vorher auch überhaupt nicht. Ja, das Handbuch. Dann haben wir Desperabis. Das ist ein 3D-Action-Adventure aus der Ego-Perspektive, was aber eher so in Richtung Rollenspiel geht. Dann hätten wir noch DX-Ball. Das ist ja dieses Ball-Abschießspiel, wo du mit dem Ball da diese ganzen Blöcke vernichten musst. Gates of Destiny ist einer der vielen Diablo-Klone, die es damals so gab. Als nächstes hätten wir hier Hellcarrier. Das wird auf der CD-Hülle ulkigerweise als Helicopter bezeichnet. Warum auch immer. Das nächste Spiel, Icy Tower, dürften ganz viele sicherlich kennen. Auch eins dieser Spiele aus meiner Kindheit, das ich ziemlich oft gespielt habe, auch mit meinen Cousins zusammen. Das Spiel Terror Tubbies bedarf, glaube ich, keiner weiteren Erklärung. Ich habe selten sowas Verrücktes gesehen. So, hier haben wir jetzt dieses Uduyana Rounds. Das erinnert ein bisschen an so eine andere Adventure-Reihe. Ist aber halt so eine Art Parodie auf die LucasArts-Spiele. Und dafür ist halt dieses Slowdown, weil das auf modernen Rechnern nicht mehr so in der Geschwindigkeit läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und als letztes hätten wir noch Vyrox. Das funktioniert ähnlich wie dieses DX-Ball, nur mit mehr solcher Platten. Na, also sieht man ja zum Beispiel vier Stück auf einem Feld. Das ist was anderes. So viel erstmal zum CD-Menü. Als nächstes schauen wir uns die Spiele an. Die Demo von Worms Blast ist ganz okay. Ich kenne dieses Spielprinzip natürlich schon aus mehreren Facebook-Spielchen, aber hier war es halt nochmal ein bisschen anders, weil du dich bewegen konntest. Und es war irgendwie auch gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Auch dieses Worms-Spiel hat das Problem, dass man Farben nicht austauschen kann. Das heißt, wenn du gerade eine Farbe hast, die nirgends wohin passt oder wo du eben weißt, du kannst diese Stelle nicht treffen, dann ja, Pech gehabt, dann musst du irgendwo hinschießen und das verfärbt sich dann. Das fand ich ein bisschen blöd. Und das erste Level war soweit noch ganz gut lösbar. Aber als ich dann das zweite Level gespielt habe, habe ich gedacht, okay, wie soll ich das bitte schaffen? Vor allen Dingen in 120 Sekunden. Also, keine Ahnung, wer jetzt von euch das jemals gespielt hat. Aber ich wusste nicht, wie ich jetzt hier im zweiten Level das auf die Schnelle lösen sollte. Almost done. The charges will disable all the elevators except. Make it quick. Hunt's wanted. Ja, die Demo von Die Hard ist scheiße. Ihr seht es vielleicht an meinen ziemlich ruckartigen Bewegungen. Irgendwas stimmt mit der Steuerung nicht. Und das stimmt auch. Man kann sagen, dass dieses Die Hard vermutlich technisch ähnlich funktioniert wie dieses Alien vs. Predator, was ich ja auch schon mal vorgestellt habe, wo man ja auch alles auf niedrig schalten musste, damit es überhaupt richtig annähernd läuft. Das war hier auch der Fall. Ich habe alles auf niedrig gestellt, weil sonst wäre das Spiel viel zu schnell gelaufen. Also die Maus hat bei allerbesten Einstellungen gar nicht mehr reagiert. Das heißt, da konnte ich mich gar nicht mehr drehen. Hier war es jetzt wirklich so, an jeder Ecke musste ich mit den Pfeiltasten mich drehen, weil es anders gar nicht funktioniert hätte. Das jetzt hier nehme ich von meinem Windows XP-Emulator auf. Auf Windows 10 lief es noch schlimmer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ging gar nichts mehr mit der Maus. Und ich weiß nicht warum. Und mich irritiert diese falsche Haltung der Waffe. Also, was soll das? Ich bin kein Linkshänder. Ansonsten kann ich mir schon vorstellen, wenn das richtig gut funktioniert, dann macht das Spiel bestimmt auch Spaß. Aber einen Ego-Shooter spielen, wo man sich mit WASD bewegt, mit den Pfeiltasten die Kamera bedient und mit den Maustasten schießt, das ist dann doch ein bisschen zu viel auf einmal.
Ich hatte ja schon gesagt, dass Vyrox so eine Art erweiterte Version von diesem DX-Ball ist. Ich finde auch, dass dieses Spiel ein bisschen übertreibt. Man kann hier, glaube ich, sogar mit mehreren Leuten spielen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und man sieht's ja, also man hat jetzt unten so eine Platte, mit der man den Ball wegschießen kann, und dann da rechts an der Seite. Das ist total komisch. Also man steuert mit links und rechts quasi die untere Platte und mit hoch und runter die andere. Wenn da noch die Gegner drumherum sind, also ich finde das schon ziemlich krass. Das ist schon irgendwie ziemlich viel auf einmal. Also Multitasking, ja, meinetwegen, aber du musst auf Gegner achten, du musst zwei Platten gleichzeitig steuern. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das mit einem zweiten Mitspieler zusammenspielt, aber das sieht schon ein bisschen krass aus. Also ich habe es auch nicht übers erste Level hinaus geschafft. Rebounds. Bei dem Spiel Terror Tubbies möchte ich kurz darauf hinweisen, falls jemand heftige Blitzlichter nicht sehen kann, möge er es bitte kurz überspringen, denn hier schießen die Teletubbies zurück, wortwörtlich. Und das erzeugt ziemlich starke Blitzlichter, die für manche Menschen nicht gesund sein können. Ich muss, glaube ich, nicht erklären, dass dieses Spiel weit davon entfernt ist, lizenziert zu sein. Und ich glaube, sowas wäre heute auch undenkbar, dass quasi irgendjemand so ein Spiel bastelt und dass das dann auf einer Spielezeitschrift landet. Na, ich glaube nicht, dass da der Rechteinhaber irgendwie informiert wurde. Man weiß ja zum Beispiel, wie Nintendo zu solchen Sachen steht. Und ich glaube, heutzutage würde das rechtlich auch ein bisschen anders gestrickt sein. Vermute ich zumindest. Ja, letzten Endes ist es ein Mohun-Klon und du ballerst halt Teletubbies ab. Manche schießen zurück, andere haben sich scheinbar ganz doll lieb und andere laufen einfach nur blöd rum. Bei den Bildern habe ich erst anfangs gedacht, dass es so eine Art 3D-Shooter ist, aber es ist tatsächlich nur 2D. Ich habe ein, zwei Runden gespielt und das war's dann auch. Also so doll fand ich es auch nicht. Und ganz ehrlich, bei den Blitzlichtern hat man es schon ziemlich übertrieben. Dabei habe ich nicht mal Probleme mit sowas. Dann kommen wir mal zum Spiel Udoyana Rounds. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist dieser Absatz, um unsere Position klar zu betonen. Wir sind antirevolutionär und antifaschistisch. Dieses Spiel endet mit dem glanzvollen Sieg über alle faschistischen Tendenzen. Warum muss man das immer so betonen? Lass ein Spiel doch einfach Spiel sein. Ja, es scheint wohl neben einem Fanspiel zu LucasArts so eine Art Insider-Spiel zu sein, was wohl innerhalb einer Schulklasse erstellt wurde, und deswegen verstehen die Leute, die diese Menschen nicht kennen, vermutlich auch die ganzen Witze nicht. Und letzten Endes ist es ein ganz normales Point-and-Click-Adventure im Stile der LucasArts-Spiele und der Scum-Engine. Ich habe mich hier nur ein bisschen rumprobiert, ich bin ja nicht so der große Adventure-Typ. Ich habe das Spiel etwas über 6 Minuten gespielt und ich bin nicht wirklich weit gekommen. Ja, ob ich das irgendwann mal weiterspiele, keine Ahnung, muss ich sehen. Icy Tower ist definitiv so ein Spiel, was in einer meiner Spiele meiner Kindheitslisten auftauchen würde. Wenn man heute so drüber nachdenkt, dann hat dieses Spiel absolut keinen Sinn. Man hüpft nach oben und das war's auch. Also mehr macht man in diesem Spiel ja nicht. Wir als Kinder haben das nie wirklich weit geschafft. Ich erinnere mich da gern dran zurück, dass ich das mit meinen Cousins gespielt habe. Und dieser kleine Icy Tower Typ, der sieht halt auch so super Anfang 2000er aus. Also viel zu große Hosen, diese komische Mütze auf dem Kopf, die natürlich die Augen überdeckt, wie sagt man, Checker-mäßig. Gab es ja auch mehrere Teile von, das ist jetzt hier tatsächlich Version 1.0, also das Original ohne irgendwelche anderen Charaktere oder andere Türme und so weiter. Ich habe das damals auch auf Facebook gespielt, so gegen 2012 oder so, 2013. Das war richtig gut, also die Facebook-Version hat mir richtig gut gefallen. Und damit hätte ich eigentlich alles zu dem Spiel gesagt, was mir gerade so spontan einfällt. Hey,
Mitten beim Schneiden ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich gar nichts zu Hellcarrier gesagt hatte. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Hubschrauberspiel aus der ISO-Perspektive. Es ist nicht so ein reines Ballerspiel, wie man es vielleicht von anderen Shootern kennt, also die so eher im Weltraum spielen, sondern hier ist es tatsächlich so, dass du Missionen hast, du steuerst diesen Kampfhubschrauber und musst zum Beispiel nicht nur Gegner erledigen, sondern auch Leute aus deiner Einheit retten, aufnehmen, woanders hinbringen, und das sorgt schon für eine gewisse Abwechslung. Ich habe es jetzt nicht so lange gespielt, weil die Orientierung auch nicht so gut ist. Es gibt ab und zu so einen kleinen Hinweispfeil, der dir sagt, in welche Richtung du fliegen musst, aber ansonsten wird nur gesagt, ja, hole die Leute von dem Camp von Nordosten ab. Einen Kompass gibt es aber auch nicht. Das heißt, wirklich eindeutig kann man die Himmelsrichtung gar nicht abschätzen. So ist es mir zum Beispiel passiert, dass ich direkt beim ersten Herumfliegen in feindliches Lager geflogen bin und dann wurde ich abgeschossen. Grafisch ist es soweit okay, soundtechnisch auch, aber wie gesagt, die Orientierung ist nicht gut. Da hätte man zumindest irgendwie einen Kompass hinzufügen müssen. Von Gates of Destiny habe ich vorher auch noch nie was gehört, sagte mir gar nichts. Natürlich ist es ein gewisser Diablo-Klon, ne? Das kann man ja nicht abstreiten. Grafisch ist es auf jeden Fall in Ordnung, muss ich sagen, also dafür, dass es ein kostenloses Spiel ist. Musikalisch auch wirklich gut, also kann ich nicht klagen. Spielerisch ist es jein, also es ist so ein Draufklopfspiel. Du greifst Gegner an und hoffst, dass der Gegner vor dir stirbt. Was anderes kann man da eigentlich nicht wirklich machen. Und gerade wenn dich mehrere Gegner angreifen, dann ist das schlecht, weil man kann immer nur einen Gegner gleichzeitig angreifen und das sollte man dann vermeiden. Die Steuerung ist auch speziell, also ziemlich langsam. Man hat nur eine Bewegungsgeschwindigkeit. Die ist schon, ja, sehr langsam für heutige Gewohnheiten. Erinnert mich so ein bisschen an so einen alten Dungeon Crawler, wo man immer nur fällt, für Feld für Feld vorrücken konnte. Ich habe mit dem Trainingslevel angefangen, habe einfach so lange gespielt, bis ich tot war, und dann war es das auch. Ich habe ehrlich gesagt nicht die Lust, das Spiel durchzuspielen. Laut Dateien hat das Spiel so ungefähr 10 Level. Der X-Ball ist ein ganz gutes Spiel. Also die Musik gefällt mir erstmal, auch die vielen Items, sag ich mal, oder Boni gefallen mir auch sehr gut. Grafisch ist es soweit in Ordnung. Ich kannte das Spiel schon, also ich glaube, ich habe das von der Screenfun mal irgendwann schon mal installiert und gespielt gehabt. Aber letztendlich muss ich sagen, dieses Spielprinzip, das hält mich nicht so lange bei der Stange, weil, ja, es ist irgendwie immer dasselbe, finde ich. Was ich an dem Spiel gut finde, ist, dass es ein bisschen weggeht von diesem, ja, du musst jetzt jeden einzelnen Stein abkloppen. Denn es gibt ja hier auch so eine Bombensteine, sag ich mal, die vernichten dann so eine ganze Reihe, oder das beste Item im Spiel, der Level Warp, damit kann man gleich ins nächste Level gehen. Das ist auch so eine geile Idee. Ich habe auch nur bis zum dritten Level gespielt, denn es gibt in diesem Spiel auch, ich nenne es jetzt mal Kaizo-Blöcke, also unsichtbare Blöcke, die sich dir dann in den Weg stellen. Aber so muss ich sagen, ist das Spiel ganz in Ordnung. Mal für zwischendurch so ein Level spielen, warum nicht? Ja, Desperabes, das ist vermutlich ein Spiel, was ein absolutes Originalsystem braucht, um normal funktionieren zu können. Ich hab's nirgendwo normal zum Laufen bekommen. Selbst auf meinem Windows 98 Emulator flackerte das Spiel wie sonst was und war nicht spielbar. Auf Windows XP habe ich es nur hinbekommen, weil ich dieses VDM-Sound installiert hatte. Aber trotzdem, ihr hört es schon, beziehungsweise ihr hört nichts. Es gibt keinen Ton in diesem Spiel. Ich habe ein paar Videos davon gefunden auf YouTube. Da war, glaube ich, Ton zu hören. Also weiß ich nicht warum. Trotzdem spielt es sich furchtbar. Abartig in Zeitlupe wie so ein ganz schlechter Ego-Shooter-Klon.
Ich habe auch nur mal das Trainingslevel angefangen und man merkt sehr stark, dass das Spiel eher in Richtung Rollenspiel geht als jetzt wirklich Ego-Shooter. Dafür ist es einfach viel zu langsam. Grafisch muss ich aber sagen, sieht es echt gut aus. Lichteffekte sind gut, Texturen gefallen mir auch, aber das Kampfsystem scheint irgendwie mäh zu sein. Also es gab dann diese Stelle, wo du gegen Spinnen kämpfen musstest und ja, ohne Ton weißt du nicht, ob du die Gegner jetzt triffst oder nicht. Ich habe halt die ganze Zeit auf die Gegner eingekloppt und es scheint sich nichts verändert zu haben. Ja, und dann war ich irgendwann tot. Ich kann ja mal die Tage versuchen, das auf Windows Millennium mal zu spielen, ob das da funktioniert, wer weiß. Aber ich habe es nicht besser hinbekommen. Deswegen kann ich mir da auch jetzt kein wirkliches Urteil bilden, weil eben der ganze Ton fehlte. Ich glaube wirklich, dass Twix-Style einfach nur deswegen entstanden ist, weil es diesen Tony Hawk-Hype zu dieser Zeit gab. Hoverboard ist natürlich deutlich futuristischer und es ist cooler als so ein komisches Skateboard mit Rädern. Man sucht sich hier auch einen Charakter aus und dann geht's auch schon los. Also so viele Modi oder Möglichkeiten gibt es hier gar nicht. Also ich habe erstmal natürlich angefangen mit den Trainingsmissionen und da lautete dann die erste Lektion: Springen Sie üben. Ne? Man kennt's, springen Sie üben. Das klappt schon ganz gut. Allerdings gibt es ziemlich viele Tasten für die einzelnen Tricks und aber sich das alles zu merken, erfordert schon ein bisschen Zeit und Lust, wohlbemerkt. In der zweiten Trainingslektion hieß es dann: Springen Sie Drehbeschleunigung üben. Das klappte dann schon ein bisschen besser. Und die dritte Trainingseinheit, wo ich so eine Bohrerattacke machen musste, die war dann wirklich ein absolutes Kinderspiel. Bis ich dann in der vierten Einheit Lunge Moves machen musste. Und da habe ich dann gesagt: Okay, wie mache ich das jetzt? Ja, da habe ich dann abgebrochen und habe einfach mal so ein ganz normales Rennen probiert. Und das bestand im Grunde aus der gleichen Sache. Also da kämpfst du einfach nur in einem Wettrennen gegen jemand anderen in der gleichen Arena. Und ja, das scheint dann wohl das ganze Spiel zu sein. Also Abwechslung wird hier wohl ganz klein geschrieben. Ich finde das Spiel ehrlich gesagt total langweilig. Das Spiel versucht irgendwie super futuristisch zu sein, aber letztlich kommt es an Tony Hawk einfach nicht ran. Selbst ich würde eher so ein Tony Hawk-Spiel spielen als das hier. Ja, ihr seht schon, also die Screenfun-Ausgabe 4/2002 war diesmal so Hälfte-Hälfte. Ein paar Sachen waren gut, ein paar Sachen waren schlecht, aber das ist ja auch oftmals so der Fall gewesen, ne? Und um das Ganze abzuschließen, zeige ich euch jetzt noch die drei Spiele-Trailer von der CD. Aber vorher verabschiede ich mich schon mal. Danke fürs Zusehen und haut rein. Bis zum nächsten Rückblick. Ciao.